Star Wars. Ich begrüße euch zur Star Wars Gruppe, Star Wars Film Gruppe. Ich begrüße euch zu Star Wars. Star Wars. So, viele Kunden, Karneval, alles war. März ist die erste März-Sendung. Februar haben wir ja abgeschlossen, die erste März-Sendung. Viel kann man Ihnen nicht berichten. Oscar, Star Wars hat keinen bekommen, nominiert, aber nicht so schlimm. Ist immer noch der erfolgreichste Film, demnächst vielleicht sogar die erfolgreichste Serie, wer weiß. Im Moment geht am März, glaube ich, ja, geht nochmal die letzte Staffel, die vierte Staffel, zweiter Teil, wieder on air bei Disney XD. Wir müssen noch ein bisschen warten, dann kriegen wir das Ganze, also die gesamte vierte Staffel bekommen wir dann bei Disney freier Channel. Können wir uns dann alle auch nochmal anschauen. Ja, es sind also einige Sachen da schon passiert. Ich will jetzt nichts verraten. Natürlich gehen einige, natürlich aus welchem Grund auch immer, weil abgeschlossen ist. So, eine neue Realserie kommt im Jahre 2020. Anaheim hat auch schon große Ankündigungen gemacht für 2019, für das Hotel, was da eröffnet wird, und der Resort, der da eröffnet wird. Also es geht richtig, also Anaheim 2019 wird, glaube ich, die größte Show von Disney mit der fetten Ankündigung der neunten Episode, wo dann wirklich alles verändert irgendwie auf uns zukommt. Gut, einige Eingefleischte wollen den Kanon noch, ob der Kanon noch ist. Ich übersetze jetzt alles nur aus dem Amerikanischen. Nach der Oscar-Verleihung ging es los, also einige während der Oscar-Verleihung hatten ja dann auf den roten Teppich vieles schon berichtet. Auch Mark Hamill hatte berichtet und hat auch gegenüberliegend, war auch noch ein Kino, vom Theater ins Kino, haben die dann eine Hotdog-Schlachter noch mit ihren Hotdog-Geräten da einige Sachen gemacht. Mark ist ja für solche Sachen zu haben. Am 8. März 2018 hat auch Mark Hamill sein Hall of Fame Sternchen bekommen. Er ist jetzt auch niedergelegt. Er ist jetzt auch in Hall of Fame. Er liegt jetzt also auch auf der sogenannten Hall of Fame Straße. Sein Name. Man kann über diesen Stern jetzt dort auch hinweg und so weiter am 8. März 2018. So, März 2018 war eine Menge los, nämlich nichts, gar nichts, null, Jente. Es wurden zwar viele Figuren vorgestellt, auch hier, die da neu reingekommen waren. Mark Hamill als Luke Skywalker in der Episode 8 wird auch sicherlich so in Episode 9 zu sehen sein, wo dann vielleicht doch der große Showdown nochmal, nein, natürlich alles Quatsch, bei 8 ist er weg, er ist weg, er ist nicht mehr da. Ob er da bei 9, weiß nicht, ob Snoke bei 9, nein, laut Herrn J.J. Abrams mit seinem Co, die haben die fertig, sie haben die Struktur fertig, sie werden neu drehen, ihr könnt euch auf den Kopf stellen, Hurra schreien, Star Wars verändert sich. Und wenn man jetzt zurückspringt auf das Jahr 2015 wurde gesagt, die Macht erwacht, da ist was erwacht. So, nach über 20 Jahren ist da wieder was erwacht, ja, Luke war in der und so weiter, alle waren nicht mehr da und dann hat Han Solo, nein, ja, doch, er ist nicht vorhanden, er ist gestorben, nein, er ist natürlich nicht gestorben auf eine Art, er ist in Episode zwar gegangen, ist richtig, theatralisch in der 110. ist er da von uns in der Brücke etc. in die Tiefe und er ist nicht mehr da, der Han Solo, aber der Han Solo ist doch da. Im April ist er da. Am 26. April ist er im Kino. Und so oft wir jetzt darüber gesprochen haben und so oft wir die Trailer uns angesehen haben und auch die Kunden sind spitz drauf, ihn zu sehen, den Schmuggler schlechthin. Sie wollen den Schmuggler sehen. Sie wollen mit dem Schmuggler, sie wollen es sehen. Sie wollen rein. Ich finde es toll, dass plötzlich das umschlägt. Das Negative schlägt sich um. Die Leute wollen sehen. Sie wollen es trotzdem sehen. Sie wollen, weil das, was man gesehen hat, das, was umgesetzt worden ist, scheint doch irgendwie ein toller Western zu werden. Es sollte ja auch ein Western werden. Catherine Kennedy wollte einen Western haben. Sie kriegt einen Schmuggler. Ja, man sieht die Szene da, wir die alle da, keine Ahnung, ob die umfallen werden oder ob die kleinen Bei, weiß man nicht. Und ich will auch nicht so tief in die Tiefe. Ich meine, das, was wir gesehen haben im Spin-Off, ja, wie die das umgesetzt haben, wie daraus
die Verfolgungsszenen wurden und so weiter und so fort. Online ist ja eh alles negativ. Mich freut es natürlich, dass jetzt hier keine Werbung mehr läuft, dass ihr diese Sachen jetzt alle in Ruhe euch anschauen könnt. Und es macht ja auch weiterhin Spaß, mit Star Wars irgendwie zu handeln, mit Star Wars sich die Figuren und so. Rogue One hat nun mal so einen richtigen kleinen Ruck gegeben. Han Solo könnte auch sein, dass es so einen Ruck gibt. Es könnte sein, es könnte nicht sein, aber es wird irgendwas geändert, ist richtig. Laut Amerika, laut Oscar in der Verleihung, wie darüber gesprochen wurde, kommt eine Reality-Serie, also Star Wars Real-Serie und dennoch irgendwie eine Animationsserie. Star Wars eigenes Fernsehen kommt sozusagen über Disney Channel. Also Disney will da irgendwie so ein Pay-TV aufmachen, wo wir dann halt die gesamte Marvel-Geschichte, die gesamte Mickey-Maus-Geschichte und vor allen Dingen Star Wars, irgendwie wollen die da was machen, dass wir durch diese sogenannten Disney-Blockbusters dort irgendwie uns anschauen können in einem sogenannten Stream-Verfahren, so wie Netflix. Jedenfalls aus Netflix wird nach und nach rausgezogen. Im Moment ist noch alles da, Gott sei Dank. Noch kann man bei Netflix schön streamen, sich einen schönen Star Wars-Abend machen, was natürlich, wie gesagt, demnächst dann nur noch über Disney laufen wird. The Rebels, die Rebellen, ist abgeschlossen. 4 ist nicht mehr vorhanden. Warten wir mal, bis sie auf Blu-ray und DVD endlich kommen. Dann kann man sich die 4 Staffeln dann in Ruhe anschauen oder irgendwann auf diesen neuartigen Channel da ab 2020 bei Disney. Wenn wir Glück haben, schon ab 2019 mit Anaheim, mit diesem Hotel, Star Wars Hotel. Und wie gesagt, die Convention, die 2019 Convention, die da gezeigt wird, wo es richtig zur Sache geht. Wow, ich freue mich jetzt schon drauf, bin ich gespannt, was da abgeht, wie viele Cosplayer zu sehen sind, die alle in diesem Resort da rumlaufen, sich da die Achterbahn und die Geisterbahn, sag ich jetzt mal, also die Attraktion, die Star Wars Attraktion, die Star Wars, das Star Wars Hotel, wie das vorgestellt wird, wie das aussieht, die Kantina und so, dass da vielleicht viele in diesem Star Wars Kostüm herumlaufen werden, weil viele Amerikaner haben ja das große Glück, in Film, also da, wo gedreht worden ist. Bei Star Wars ist es etwas schlechter, da reinzukommen. So in Dubrovnik könnte man doch schon rein, nach Episode 8. Da wird ja wohl einiges noch so sein von den Dreharbeiten. Dass man da sich da nochmal als Fan hinsetzen kann, wie diverse andere Sachen in Amerika, wo man sich reinsetzen kann. Weil in Amerika, und es ist Amerika, und es bleibt Amerika, und es bleibt Disney, und wir hier in Europa hätten gerne das Universe, wir hätten gerne die Erweiterung, wir hätten gerne 1333, wir hätten gerne Old Republic, aber es ist halt nicht, es kommt nicht. Aber ich meine, wenn wirklich Han Solo da adaptiert, wenn Han Solo wirklich uns Geschmack macht auf, da könnte man ja alles in dieser Han Solo-Geschichte, könnte man das Ganze ja so ein bisschen reinflechten, da könnte man so viel reinsetzen, man könnte sogar, man könnte, wenn man wollte, also noch so eine Art Vorgeschichte da, vor Rogue One da noch machen, wie alles, also machbar wäre es schon. Also Geschichten gibt es ja genug. Es gibt ja auch genügend Romane, die man dann noch vielleicht umsetzen hätte können. Also machbar ist eine Menge. Also Kennedy hat recht, Kathleen Kennedy hat recht. Also wir werden das Ende von Star Wars nicht mehr erleben, meiner einer erst recht nicht, weil nach 25 Jahren ob man da noch Lust hat, ich weiß nicht, über Star Wars zu philosophieren. Es macht Spaß, also wenn die Leute hier sich diese Sachen hier anschauen und wir dann über Star Wars ein bisschen philosophieren, auch jetzt über die neuartigen Figuren halt noch. Ich kann ja hier nochmal Prinzessin Leia zeigen. Also sie sieht ja wirklich aus wie Prinzessin Leia. Also ist eine gute Verpackung, es sind ja auch gute Sachen drin. Nochmal Ersatzhände, dann das Gewehr drin, die Pistole drin. Also ist also vollkommen in Ordnung. Disney exklusiv Prinzess Leia Elite Serie. Also ist ja wunderbar verarbeitet. Oder Darth Vader als große Figur. Die anderen Figuren, die hauen natürlich im Preis rein. Ob ich die mir noch gönnen werde, weiß ich nicht. Ich liebäugle mit den Disney Destiny-Figuren 11 Zoll, die sind ja hier 12 Inch, die anderen sind in Zoll 11 Zoll oder 11 Inch, also ein Stückchen kleiner, aber fast so ähnlich wie Barbie,
und das hier sind ja die Exklusivsachen aus Plastik mit Tüchern und alles gut verarbeitet, extra Hände dabei. Das soll angeblich leuchten, ob es leuchtet, weiß ich nicht. Vielleicht meinen die da, wenn das irgendwie so hier so im Licht ist, dass das Schwert dann von ihm leuchtet. Ja, Darth Vader hat natürlich einen Oscar. Darth Vader hat natürlich auch einen Oscar verdient gehabt. Und damals, 78er Jahre und so, haben ja auch einige Oscars bekommen. Mark Hamill, glaube ich, hatte auch einen Oscar mal in der Hand. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich recherchieren. Aber bin der Meinung, Star Wars hat ja schon einige Oscars abgeräumt. Halt jetzt nicht. Rogue One hat keinen gekriegt. Episode 7, 8 hat auch keinen bekommen, nicht dass ich wüsste. Aber hat halt viel Geld eingespielt, ist immer noch jetzt zum ersten Mal so in den ersten Rängen, ganz weit oben. Es geht halt nur ums Bare, ja, hat eingespielt, 2,2 Milliarden etc. pp. Und E8 ist auch gar nicht mal so schlecht. E8 wird halt auch im Umsatz gut sein. Ich freue mich jetzt schon drauf, ihn mir endlich anzuschauen in etwas längerer Länge. Es sollte ja an sich 3 Stunden sein. Man hat es ja auch 2,5 gekürzt. Man hätte auch ruhig von mir aus 3 Stunden machen können, bin ehrlich. Mir hat er verdammt gut gefallen. Ich habe sehr, sehr gerne gesehen. E8, E7 auch. Rogue One habe ich auch sehr gerne gesehen. Ich freue mich jetzt, wie gesagt, auf Han Solo. Ich freue mich dann auch jetzt wieder auf Rebels letzte Serie da. Ja, und es macht irgendwie Spaß, noch irgendwie so dabei zu sein. Ihr merkt, ich bin nicht mehr so euphorisch. Die Zeiten sind halt vorbei. Hat also auch nichts mit dem Alter zu tun. Hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt 41 Jahre da involviert ist. Die ersten 30 Jahre ist klar, da war man hibbelig und so. Und jetzt die letzten 11 Jahre natürlich nicht mehr. Ich kann mich noch gut erinnern an den Abschluss mit den 30 Jahren. Figur mit Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi. Von Kabuki Airfix Figuren. Ja, dann hat man gesagt, gut, Schluss, jetzt hier die Disney, die gefallen mir ja immer noch, diese Disney Figuren, die sehen klasse aus, die sehen echt aus, wenn man sich die Figuren anschaut, die echten Gesichtszüge, es macht schon Spaß, wie gesagt, so ein bisschen zu sammeln, also ich sammle ja nicht, ich bin Händler, ich verkaufe die natürlich dann auch irgendwann mal mit schweren Herzen, da bin ich ehrlich, ja, weil wenn man so jetzt hier vor dieser Figur steht, ja, man steht jetzt hier so vor dieser Figur und schaut in sein Gesicht, ja, und man kennt ja die Sendung, und wenn jetzt die Blu-ray kommt im April, also, und dann Han Solo direkt auch, ne? Also man kann in den Han Solo Film gehen, man kann nach Hause gehen und dann E8 nochmal schauen, also ist irgendwie... Irgendwie macht es Spaß. Ja, ich weiß zwar nicht, was er da jetzt in der Hand hat. Ich glaube, sein Stock, glaube ich. Ja, sein Wanderstock. Ne? Ja. Hin und wieder entdecke ich da so Sachen bei den Figuren und weiß gar nicht, was das sein soll. Ja? Also hier, bei ihr hier habe ich ja, das ist ja die Figur aus E8. Ja? Also ist halt Captain Phasma in E8, weil auch hier, ja, ihr merkt schon, ich habe... Ja, ich mache ja. Ich finde es toll, wenn ich Dreharbeiten habe, ist Darth Vader in der Nähe. Jetzt ist halt R2-D2 in der Nähe. Ja? Ich habe hier immer Geräusche. Mal gucken, was jetzt hier wieder abgeht. Kriegt da irgendwie so Grüße. Ich finde es gut, wenn ihr grüßt. Jawohl, ist ein Gruß. Keine Ahnung. Ich gehe mal ran. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Ich schau mal, was hier ist. Macht's gut, liebe Freunde. R2D2 muss jetzt mit mir sprechen. Ja.